Mit dieser Methode kannst du 207 Euro die Stunde verdienen. Und das ganz einfach online von zu Hause. Und das jede einzelne Stunde. Rechne das doch einmal hoch. Allein in 3 Stunden verdient ihr mit dieser Methode mehr als mit einem Minijob, der dieses Jahr 520 Euro im Monat gebracht hat. Hiervon muss man einen Monat arbeiten. Das ist schon richtig gut. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich habe auch noch ein paar Tricks für euch, wie diese Methode noch mehr Geld bringen kann. Wenn ihr keine Videos mehr zu solchen Themen verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Benachrichtigung und schaut euch auch gerne unsere anderen Videos an. Habt ihr kürzlich auch eine Nebenkostennachzahlung erhalten? Steigen alle anderen Rechnungen, die ihr erhaltet, auch an? Alles wird irgendwie teurer. Lebensmittel, Energie, Benzin. Wäre da es nicht super, wenn man sich einen Nebenverdienst sichern kann? Ich erkläre dir heute eine Strategie, wie ihr einfach von zu Hause Geld verdienen könnt. Und das zu 100% seriös und einfach. Jeder kann das tun, der einen Computer besitzt. Und zwar werden wir hierfür als erstes herausfinden, wie schnell wir Wörter auf der Tastatur tippen können. Hierfür geben wir einfach Schreibgeschwindigkeit testen im Browser ein und schauen uns die Ergebnisse an. Hier habt ihr viele Seiten, die vorgeschlagen werden. Ich habe viele Seiten für euch getestet, aber ich komme am besten mit 10 Fast Fingers zurecht. Hier könnt ihr zum Beispiel einfach, wenn ihr darauf klickt, die Sprache wählen. Ganz viele Sprachen sind möglich. Wahrscheinlich werdet ihr mit Deutsch starten. Ihr könnt eure Geschwindigkeit testen und verbessern. Und das so oft ihr wollt. Es ist kostenlos. Und ich werde jetzt einfach mal testen, die nächste Minute, die nächsten 60 Sekunden, wie viele Wörter ich schreiben kann. Hierbei kommen zum Beispiel gemischte Wörter vor, lange Wörter, kurze Wörter, Großschreibung, Kleinschreibung kommen hier. Wir starten einfach mal und dann zählt die Minute einfach runter und ihr schreibt so viel wir können. Am Ende bekommt ihr einen Bericht, wie viel richtig ist und wie viel falsch ist und so weiter, wie viele Wortanschläge. Ich habe zum Beispiel hier 77 Wörter geschafft, das ist schon ziemlich gut. Das würde bedeuten, wenn man das auf die Stunde hochrechnet, 77 mal 60 ergibt das 4620 Wörter. Ich bin jetzt schon ein fortgeschrittener Tipper auf der Tastatur, gebe ich zu, ich schreibe relativ viel. Aber selbst mit wenigen Wörtern, wie zum Beispiel der Durchschnitt mit 51 ist ja angegeben, wären das auch schon in der Stunde 3060 Wörter. Kommen wir nun zu der Webseite, die wir für unsere Methode benutzen. Das ist textbroker.de. Das ist eine total seriöse Seite. Ja, man sieht auch die ganzen namhaften Partner, 1&1, Mediamarkt, Otto. Man kann Texte schreiben lassen von anderen Leuten. Man kann sich hier auch kostenlos registrieren. Und welche Arten von Texten gibt es? Ihr könnt einfache Texte schreiben. Ihr könnt sogar Fachtexte schreiben. Und wenn ihr Fremdsprachen beherrscht, auch Fremdsprachen. Hier sehen wir eine kleine Auswahl an Autoren. Hier unten seht ihr nochmal ein paar Informationen, wenn du Texte schreiben möchtest oder Texte anforderst, wie viel das kosten soll, wie große Textmengen du bestellen kannst und so weiter. Außerdem gibt es hier auch viele Feedbacks von Kunden. Ja, hier nochmal ein paar mehr. So, und jetzt schauen wir uns einmal, wenn wir selber Texte schreiben wollen. Vergütung und Konditionen. Ja, das finden wir hier oben. Wenn wir jetzt hier runterscrollen, dann sehen wir, dass wir mit verschiedenen Qualitätseinstufungen 3 Sterne 1,1 Cent pro Wort finden. Für 4 Sterne sind wir schon bei 1,5 Cent pro Wort. Bei 5 Sternen könnt ihr ganze 4,5 Cent pro Wort verdienen. Ja? Das heißt, wir rechnen das gleich mal aus. Eine Auszahlung ist hier zum Beispiel aber im Gesamtwert von 10 Euro schon möglich. Hier kann man sich auch nochmal als Autor registrieren. Und jetzt rechnen wir mal. Hier unten habt ihr einen Kalkulator, wo ihr das auch ziehen könnt. Aber wir nehmen trotzdem mal unseren Rechner. Die 77 Wörter mal 60 Minuten ergibt 4620 Wörter. Das stellen wir hier mal auf dem Regler ein. Und wir sehen, dass wir bei einer 4-Sterne-Einwertung bei 69 Euro sind und 5 Sterne 207 Euro in der Stunde verdienen können. Ja. Jetzt schreibt natürlich nicht jeder so schnell und auch nicht so qualitativ hochwertig. Das kann man hier natürlich anpassen. Gehen wir mal von der durchschnittlichen 51 Wort pro Minute Formel aus. Das rechnen wir jetzt einmal aus, dann kommen wir auf 3060 und wenn wir den Schieber auf 3000 Wörter regeln und höchste Qualität seid ihr immerhin bei 135 Euro die Stunde und das ist trotzdem ziemlich beachtlich. So, nun gucken wir uns einmal an, wie wir uns registrieren können. Ihr müsst einfach hier oben auf den Button Registrieren klicken. Jetzt unterscheidet ihr auf Auftraggeber oder Texter. Wir nehmen rechts das Feld als Texter registrieren. Und dann müsst ihr einfach nur dieses Formular ausfüllen. Ein paar allgemeine Daten,
eine E-Mail-Adresse, Passwort, dann klickt ihr auf Anmelden. Als nächstes müsst ihr nur noch einen Probetext einreichen, dann werdet ihr eingestuft in die Sternequalität und dann kann es auch schon losgehen. Als Spezialtipp habe ich heute für euch, ihr könnt eure Textqualität steigern, indem ihr zum Beispiel eine bessere Rechtschreibung oder Grammatik erreicht. Auch hier gibt es unzählige Anbieter und Seiten. Wir starten direkt mal mit der ersten Seite ganz oben. Dies ist zum Beispiel Rechtschreibprüfung 24. Diese lässt sich auch ganz einfach bedienen. Ihr könnt dort einfach eure geschriebenen Probetexte noch einmal 100% prüfen lassen, bevor diese zur Einstufung einreicht. Wir haben hier einfach mal ein bisschen was eingetippt, was deutlich falsch ist. Lassen uns das auch einmal anzeigen. Andererseits kann man sich natürlich auch das Richtige bestätigen lassen. Und so kann man bereits mit ein paar einfachen Tricks und Mitteln seine Schreibqualität deutlich verbessern. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.